Nee, also so bezahlliche Unterstützung will ich nicht haben. Sondern dann eher so, weißt du, wenn man sagt, regelmäßig abends, ja, ich hab Bock, dass man zusammen zockt, ne? Weil das ist das, was mir immer so fehlt. Eben. Ja, aber wenn dann anfangen direkt zu einer Community mit reinkommst oder sagen wir mal so eine findest, genau. Ja, ich weiß, das braucht halt so seine Weile. Aber ich habe ja auch nichts dagegen. So. Also scheinbar habe ich richtig geschildert. Seien Sie gegrüßt. Kommen Sie rein. Ach, ja. Ich habe vergessen, die Klimaanlage anzumachen. Die werden mich gleich wieder durch vier teilen. Ne, mit der Community, wo ich halt schon hab, was ich faszinieren könnte. Nein, nichts ungeduldig. Beispiel. Ich hab mit jemandem zusammen ESO, The Elder Scroll Online, gezockt. Oder angefangen zu zocken, ja. Und ich mag halt nicht gern durch ein Spiel, durchs Spiel rennen. So, und das kann man bei ESO halt quasi rüber. Ah, egal. Scheiße. So. Bin gerade wieder super verwirrt von der Beschilderung hier. Oh, leg mich doch in der Dash heute. Was ist halt wieder los? Soll ich es erklären? Wenn dir jemand versucht, dieses Spiel beizubringen, wenn du noch keine Ahnung hast, ja? Dann, selbst wenn du ein Tutorial oder sonst irgendwas hast, die Unterstützung, dass du, wenn du Frage hast, fragst, okay, das passt, das und das bei ESO ist okay. Ja, genau. Das Problem war aber nur, dass selbst bei der Erklärung das Ganze einfach durchgehetzt ist. Ja? Das war mein Problem. Ich hab. Ja, zum Beispiel war ja das Problem gewesen, ich bin bei Star Wars The Old Republic. Ja, das ist auch ein MMOG. Bin ich noch kein Legendär, aber ich kenne mich da halt schon ziemlich gut aus, was du farmst, was du brauchst und etc. Das hat so seine Jahre gebraucht. Das habe ich mir allerdings auch teilweise alles selbst beibringen müssen. So. Und ich wusste aber, was die neueren Staffeln. Geburtstag. Oh je, das dauert noch ein bisschen. Erst nächstes Jahr. Ich habe erst wieder nächstes Jahr Geburtstag am 22. Zweiten. Wow, ich liebe die Beschilderung. Genau. Vielleicht bin ich deswegen so verwirrt. Nein.
Also ich finde es ja auch gerade wichtig, gerade wenn du so am Anfang, weißt du, versuchst, die Community aufzubauen, dass du ein bisschen Spiele von dem ein bisschen was hast, von dem ein bisschen hast, aber dass du dir, dass du auch keinen Mist erzählst, ne? Bitte, bitte. Da will auch keiner mit. Wie es mir schon mal passiert ist, ne? Also, das ist mir. Da war ich allerdings noch auf YouTube unterwegs. Wenn es halt länger dauert, dann dauert es halt länger mit dem Support. Verstehe ich, ob das bei mir ist oder bei jemand anders ist. Städtedreieck 21. Aber irgendwas stimmt mit dem, mit der Linienbeschilderung da nicht. Heißt du, Lucy, du kennst dich wunderbar bei Final Fantasy 14 aus, ja, online. Ja, das ist für mich wie ein perfekt gefundenes Fressen, wo ich eigentlich sagen müsste, ey, weißt du was? Normalerweise, also ich nehm's an. Ich nehm's halt mal an. Ja, vor allem, so wie ich das auch letztens gesehen habe, weißt du, hast eine Story oder du bist da. Ah, sag mal, beim Craften, da bist du durchgerannt, ne? Aber du wusstest ganz genau, was dir fehlt. Das heißt, Plan A, ich bekomme das und das und das an dieser Stelle, ja? Mach mir dann was zurecht oder leg mir was quasi zurecht, hab eine Gruppe, jump da durch. Das Ergebnis, was ich dann quasi hab oder durch das Inventar, was du da an Ausrüstung bekommst, ja, ist erfolgreich. So, und das zum Beispiel, ja, wenn du sagst, du brauchst jetzt zum Beispiel ein neues Schwert bei ESO, ja, neue Glyph oder wie auch immer, ja, was für Glyphe brauche ich denn? Woher kriege ich denn diese Glyphe? Ist zum Beispiel, ich glaube, das war bei ESO der Alchemist. So. Ja, aber du weißt, wo du nachguckst. Ich bin heute tot. Ja, ein Busfahrer, der tot ist. Hallo, ich bin tot. Ja, aber du weißt wenigstens, wo du nachguckst, ja? Das ist halt so. Was mir bei ESO leider verweigert ist. So, jetzt muss man gerade mal gucken. Stimmt doch was nicht, oder? Herrschaftszeit, ne. Das ist wohl der schlechteste. Boah. Ich muss gerade mal kurz bei der Datei da gucken. Warte mal. Machen wir es noch anders da. Desktop. Ach ja, genau, ich kann es ja nicht mit dem Essen. So. 52. Nein, auch nicht. Ach, ich hab das ja nicht hier drauf. Oh, leck. Egal. Ich fahre die jetzt so. Fertig. Dann ist es halt so.
Ich glaube, das Emergency, das hat mich gerade so richtig schön durchgebracht, ey. Lukas, mein Lieber, Hallöchen. Dankeschön für deinen Raid. Richti hat gerade mit einem Zuschauer geredet. Danke für deine Neugier. So. Ja, wir fahren hier gerade irgendwie eine falsche, echt und falsche Linienführung. Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich ja falsch eingegeben. Glaube ich, Freitag der 13., ne? Also irgendwas habe ich ja falsch geschildert, ey. Ich kann es mir nicht erklären. Dokumente. Städtedreieck. Ist die Übersicht. So. Das ist peinlich, ey. Also, das Schlimme ist, mehr wird ja auch knapp mal, Kollege, du hast da wohl einen Arsch auf, oder? Irgendwas stimmt bei der Beschilderung, was, ey. Da wärst du wirklich nicht schlau. Ah, weiß was ich. Aber Hauptsache, sie steige bei mir an. Also. Ich soll hinfahren. Kaisertal zur Schule. So. Also, Kaisertal Realschule. Wo haben wir sie? Das ist halt mein Problem. Da ich noch nicht so viel weiß. Weil vom Fahrplan heißt es ja. Bis Essenberg. I don't know. 32. Muss ich auf jeden Fall, würde ich das ausprobieren wollen.
Wie gesagt, ich habe bei mir auf der Homepage steht extra dran, ich bin offen für was Neues. Wenn sowas an oder so. Na egal, wir fahren die jetzt so, wie sie sind, ja. TLDE 91. Oh Scheiße, die E91. Warte mal, ich hab da doch was gelesen. Ja, was habe ich gelesen? Machen wir später. Jetzt lass uns einfach fahren. Halt, bevor er wieder meckern tut. So, also kostenlos gibt es bis zum Store-Ende, also Patch-Checks, fast bald im Oktober sein wird, sogar oft. Hätten. Oh, das ist doch schön! Das ist doch geil. Ja, das glaube ich, dass es das nicht einfach ist. Da soll ich jetzt mit dem Bus reinfahren? Ehrlich jetzt? Oh Gott. Für die geile Fahrt letztens, ey. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir fahren hier gerade eine Straßenbahnlinie. Ja klar, das ist, ich würde mal sagen, das ist genauso wie bei Star Wars The Old Republic. Kannst du Story nicht weiter zocken. Das kenne ich noch zu gut. So. Ah ja. Zu irgendeiner Linie werden wir schon kommen. Ach du liebe Güte, ey. Kenn ich ja gleich, wenn ich Schrottbus fahre. Nein. Gott, ich bin so verwirrt gerade. Ups. Ich glaube, die liebe Städtedreieck tut mich ein bisschen überfordern. Habe ich ja noch nie erlebt, ey.
Ladies and Gentlemen, ich darf Sie begrüßen zur Sonderfahrt einer Sonderlinie. Was eigentlich theoretisch heißen sollte, es sollte eine Linie sein. Sehen Sie den verpeilten Busfahrer aller Zeiten. Jawohl, einmal die Schokopackung bitte. Mit ärgster Schoki. Alter Falter, da bin ich aber heute da richtig gut unterwegs, ey. Alles klar, Lucy, bis später. Ist grün, also Allgas. Weißt du, das ist so wie am Freitag letzte Woche. Da habe ich auch bin ich auch eine Linie gefahren und ich habe nur noch Chaosfahrt gehabt, ey. Nur noch eine Chaosfahrt. Die Linie hat nicht gestimmt. Also ich habe irgendwas wirklich falsch beschildert. Und dann, wenn ihr dann mal die Fahrtkünste seht. Oh Gott, ey. Also ich sage euch ganz ehrlich. Setzt ein Teddybär dahinter. Fahr mit mir. Schatz, hör auf zu lachen. Du bist gemein, ey. Fahr mit mir. Fahr mit mir. Ja, ich weiß, da ist eine blöde Fantasie, aber das ist doch... Ah, Hilfe, Leute, also. Das gibt's nicht. Aber ich meine, ja, aber ganz ehrlich, es kann ja nicht sein. Also Leute, es war grün, ne? Wenn du Bescheid wisst. Ja, aber es kann doch nicht sein, wenn du BPS gibt dir eine Linie vor, steht alles da. Und dann, ja, nix ist. Also. Naja. Hauptsache wir fahren und der Betrieb geht Geld, ne? Was dafür, was für ein Klatschkopf dahinter ist, der... Pff, Alter. Wisst ihr, das ist damals so wie bei den 3-Generationen-Addon, was da rauskommen ist mit den alten 405er-Bussen an einem Kassensystem, wo du auch so seitlich die Karte reinsteckst, wo du Linie, Route und dann noch den Zielcode eingibst. Also, oder es hat nur, oder es ist ja nur über den Zielcode quasi, wie heißt's, du konntest du nur über den Zielcode quasi schildern. Oder ich bin einfach nur so doof, um zu lesen. Willkommen an Montag.
Oh Mann, oh Mann. Ja, UPS-Fahrer, schön warten oder ich nehme dir deine Pakete ab. Also, wenn das keine Likes bei YouTube gibt, so chaotische Fahrt Nummer 2 an diesem Montag, ey. Da freue ich mich echt. Was mache ich falsch? Also ich bin ja schon froh, dass ich sagen kann, hey, ich fahre keinen Gelenkbus, sondern ich fahre wirklich das mit dem Solo-Bus. Weil ich glaube, mit dem Gelenkbus wäre noch witziger. Das wäre noch witziger gewesen, ey. Ach jo, alles klar. Ich war. Das reicht mir. Das reicht für heute. Der Bub braucht Kaffee. Wird ihn jemand mal ablösen? Alter Falter, also das gibt echt, das gibt wieder Pluspunkte bei in der Playlist, ey, ich schwör. Das gibt wieder geil Pluspunkte. Oh, aber eine schöne Wendeschleife. Alter. Oh ja. Auf jeden Fall werde ich die Linie kennenlernen, aber. Ja. Früher, nicht zu früh. Und auf einmal kriegst du nur 50 Euro. Boah, das ist doch einer der schlimmsten Ergebnisse ever, ey. Alter Falter.